Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich weiterhin hier begleitest. Heute kommt auch noch der zweite Teil der Nintendo AU-Level. Wir haben im letzten Part bei Rhythm of the Koopa Shells ziemlich lange gebraucht. Dann habe ich hier zwei Level, die habe ich zwar gespielt, aber nicht beendet. Deswegen werden wir erstmal die nächsten Level machen und hoffen, dass ich die diesmal besser schaffe. The Windy Moon Effect, eine Abschlussrate von 16%. In 21 Sekunden kann man das Level schaffen. Ich brauche wahrscheinlich 5 Minuten oder so für das Level, je nachdem, wie fies das ist. Wir lassen uns mal ein bisschen... Okay, es gibt zumindest erstmal ein... Okay, ja. Haben es hier mit. Mit ziemlich starkem Wind zu tun, der hier kommt. Okay, wir müssen aber hier drüber. Ich kann auch dort hoch. Jetzt bin ich ja noch klein geworden, das ist nicht gut. Und da war schon das Ziel. Meine Güte, okay. Der Windeffekt ist heftig. Die eine Stelle ist richtig fies mit den Koopas. Aber okay, ich bekomme ja einen Pilz. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ein Extra-Leben für mich sozusagen. So. Treibt mich der Wind ja. So, Moment, ich habe gedacht, ich kann da stehen. So. Die Frage ist, bleibe ich auf dem oberen oder auf dem unteren? Eigentlich bin ich mit dem unteren hier ja ganz gut bedient, ne? Ich wäre sogar noch mal ein Pilz rausgekommen. Und da geht eine Ranke nach oben. Bin ich nur noch clean geworden. Aber wir sind am Ziel. Okay. Habe ich doch keine 5 Minuten gebraucht für das Level. Aber ja. Ja. Wir machen weiter. Das fand ich jetzt natürlich, ist Super Mario Bros. Oh, ich habe schon den Toll gegeben. Okay. Eine Minute und eine Sekunde habe ich gebraucht. Na gut, dann geht's weiter. The Angry Sun Effect. 24%ige Abschlussrate. Es gibt, glaube ich, keinen Wind, aber eine böse Sonne, die uns verfolgt. Und da gucken wir mal. Ob wir der Sonne irgendwie aus dem Weg gehen können. Das ist im Prinzip jetzt das gleiche Level, oder? Das ist ja im Prinzip jetzt das gleiche Level. Aber halt... ohne Wind, ne? Ja. Glaub schon. Da geht die Pflanze nach oben. Und da ist das Ziel, ja. Das gleiche Level. Ohne Wind. Nur mit Sonne. Aber egal. Habe ich da auch schon einen Toll gegeben? Ich fand das jetzt nicht so berauschend. Ne, habe ich noch nicht. Okay. Kriegt aber auch kein Buh von mir, das Level. So, wie viel haben wir denn noch? 2. Finally Crafty. 67%ige Abschlussrate. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung von den Prozente, die mir hoffentlich auch besser liegen werden. Obwohl, das andere, das war schon richtig heftig mit den Trumps. Also, wie man das in 49 Sekunden schaffen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, falsch. Also hier gibt es auf jeden Fall den Katzenanzug. Und ich muss schauen. Ich muss, glaube ich, ins zweite Röhrchen rein, damit ich hier rüberkomme. Okay.
Oh, ist entspannt. Das ist entspannt, hoffe ich doch noch. Okay. Da geht's rein. Das ist auch eine Tür. Okay. Ihr zieht euch auf jeden Fall zurück, ihr Piranha-Pflanzen. Ist ja nicht so verkehrt. Da unten, die spielen... Die da unten spielen Hasche. Soll ich mal mitspielen? Vielleicht hätte ich doch in die Tür reingehen sollen. Oder ich nehme die Röhre. Cooper-Auto. Nicht schön. Aber okay. Ich werde auch mein Bestes geben, um ans Ziel zu kommen hier. Ja, wir haben den Untergrundbereich auch gesehen. Ja, ich denke mal, hier gibt es nochmal eine Katze. Ja, damit wir hier nach oben kommen. Da lässt du mich durch und eigentlich ist es vollkommen egal, wo ich die Zielflagge erreiche, denn mit Katze klettern wir sowieso nach oben. Es läuft ein bisschen besser als beim letzten Mal. Der letzte Part war wirklich heftig, aber egal. Und hier gibt es auf jeden Fall jetzt ein toll. Das war ein schönes Level, schön entspannt, schön ruhig und es geht weiter. Finding Boom Boom. Abschlussrate 41%. Boom Boom hat sich irgendwo versteckt. Ich soll ihn finden und platt machen. Und dann das Ziel erreichen. Die Frage, wie wir... Also, wir bekommen definitiv erstmal Cooper-Panzer hier. Okay. Also ich bin groß, ich kann Boom Boom. Ich habe Boom Boom gefunden. Und Boom Boom ist platt. Okay, er hat sich unten in einer Eishöhle versteckt. Hm. Da gibt es nur noch mal einen Pilz. Aber wir haben das Ziel erreicht. Sehr schön. Gut, jetzt kommen ja eigentlich nur noch die zwei Level, die ich damals nicht abgeschlossen habe. Ja, war ein schönes. In 16 Sekunden, da muss jemand Boom Boom ziemlich schnell auf den Hintern getreten haben. Nee, AU? So, das war das letzte, ne? Finding Boom Boom. So, dann fangen wir mal an mit Pax aus, A Run with the Fish. Abschlussrate 1,30%. Wir schauen es uns an. Ich bin mir sicher, bei dieser geringen Abschlussrate ist das so eine Sache, dass ich das Level nicht beendet habe. Aber wir gucken es uns an. Warum sollte ich jetzt besser... Warum sollte es jetzt besser klappen, als wie beim letzten Mal? Also über die ersten Fische sollte ich ja eigentlich noch... Ah, der kommt mir zurückgehopst. Hässliches Vieh. Nicht gut. Nicht gut. Okay. Also bis jetzt ist es... Also es gibt auf jeden Fall... Okay, ich muss wahrscheinlich dort hoch. Und der Pfeil zeigt mir jetzt... dort rüber. Warum brauche ich dich? Ah, der hat mich... Okay, da muss... Okay. Ich hab eine Idee, wie es... Warum, weshalb, wieso. Der Cooper-Panzer muss da rein.
Hyperpanzer muss dort in das Loch geworfen werden. Und das ist... Und das ist eigentlich das Fiese hier dran, ne? Ich muss schnell sein. Okay. Ja, der muss dort rein, damit ich hier in die Mitte komme. Ist wahrscheinlich perfektes Timing gefragt, ja. So, wann hole ich denn dich jetzt? Und jetzt? Okay, Speicherpunkt. Das ist eine fiese Stelle. Das ist echt eine fiese Stelle. Boah, beim ersten Mal, ich bin eigentlich, wollte ich sagen, gut durchgekommen hier bei den ersten. Aber bei den anderen... Tja, geht man da oben lang oder geht man da unten lang? Ah, Scheiße, ey. Okay, schnell rennen. Das ist fies. Das ist echt fies. Und dann bin ich auch noch klein. Ah, und da kommt auch schon wieder ein Fisch angehopst. Okay. Das ist so eine fiese Stelle. Die ist echt heftig. Die ist echt heftig. Aber da kommt immer wieder eine Kanonenkugel, ne? Wenn ich mir den Pilz natürlich dort vorne lasse... Dann sollte das ja eigentlich... Sollte das natürlich eigentlich klappen. Ich bin noch groß. Es gibt sogar noch einen Pilz. Dann müsste doch noch ein Pilz rauskommen, oder? Ja, aber ich glaube, dann kommen die Cheep-Cheeps auch wieder. Halleluja! Halleluja! Oh.
Ich könnte jetzt theoretisch gesehen noch einen Pilz nach vorne lassen. Ist halt nur die Frage. Ja, das hat gut geklappt. So, und die Stelle war fies. Die Stelle ist echt fies, ey. Da gibt es immer wieder ein So, Momentchen mal. Also unten ist ein fieser Weg, ich muss oben lang gehen. Ich muss definitiv oben lang gehen. Aber ich muss halt richtig auf diese Feuerplattform landen. Ich meine, gut, wir sind schon ziemlich weit gekommen jetzt, ne? So, dann muss ich nur noch hier durchkommen. So, jetzt kommt natürlich diese komische Kanonenkugel wieder. Die sollte ja jetzt nicht da sein wieder. Okay, aber hier gibt es ja sowieso nochmal einen Pilz, von daher ist das... das fies und ich muss eigentlich nach oben, weil ich glaube, oben ist der einfachere Weg. Nein! Hallo? Boah, also das mit den Chip-Chips, die letzte, das ist vielleicht sogar die letzte... ist vielleicht sogar die letzte fiese Stelle vorm Ziel, ich weiß es nicht. So. Nee, das wird nichts. Oh, das ist so gemein, da durchzukommen, ey. Echt so gemein, dort durchzukommen, ey. Und vor allen Dingen, weil man klein ist, man hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie dort schnell durchzukommen oder so. Ist schon echt heftig, ne? Ist schon echt heftig hier, das Spiel. Ist schon echt heftig. Und vor allen Dingen, es könnte doch vor dem letzten Part nochmal einen Speicherpunkt geben. Das wäre doch richtig cool. Okay. Bin ich zwar klein, aber ist egal. Hier gibt es ja nochmal einen Pilz. Ich möchte gern dort oben hin. Ich möchte irgendwie dort oben hinkommen. Weil ich denke, dass
das der einfachere Weg ist. Ich bin mir nicht so sicher. Ich werde es noch... Oh Gott. Das war richtig geil jetzt. Das war richtig geil. Das war richtig geil jetzt. Einfach durchgesprungen mit dem Drehsprung. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das klappt. Aber okay. Mit dem Pilz. So, den Pilz nehme ich eigentlich nur, dass ich hier von dem Feuer nicht getroffen werde, weil wie gesagt, hier gibt es ja trotzdem noch einen Pilz. Ich hole mir mal noch einen. Okay, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich die... Ich komme, glaube ich, auch nicht von dem auf das andere Feuerding, wenn ich keinen Anlauf habe. Ich komme, glaube ich, auch... Okay, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Ich würde jetzt noch vielleicht 3 Versuche... bei den Fischen da probieren. Wenn ich noch 3-mal bis dahin komme, gucken wir mal. So, am besten hier nochmal ganz schnell durchkommen. Sehr gut. So, das ist ja alles hier nur... Das ist ja alles nur noch mal, naja, nicht so fies. Das, also wie gesagt, das letzte mit den Fischen. 1, 2, 3, 4. Das ist richtig heftig. So, und hier müsste es jetzt definitiv noch mal einen Speicherpunkt geben. Ah, und da habe ich... Ja, da bräuchte ich den Feuerboost. Da bräuchte ich den Feuerboost eigentlich. Jetzt nicht hier sterben, wenn ich hier einmal durch diese Stelle durch bin. Na gut, man könnte das auch klein schaffen hier. Aber, also wie gesagt, am fiesesten, ich denke mal, die meisten sind dann da hinten an... Die meisten sind an der letzten... Die meisten sind hier an der letzten Stelle gescheitert, hundertprozentig. Ich möchte mal gerne einen Pilz haben. Gibt's doch nicht. Ich muss da hochkommen, da ist es definitiv einfacher, bis zum Ziel zu kommen. Da ist es definitiv einfacher, bis da... Aber... Ah, kriege ich... Ich muss eigentlich das mit den Chip-Chips machen, um da hochzukommen. Ah, da bin ich nochmal gesprungen, das war meine eigene Schuld. Okay, letzter Versuch, wenn ich... Letzter Versuch, wenn ich bis zu den Chip-Chips komme jetzt. So, also bis zu den Chip-Chips komme ich definitiv jetzt schon mal.
Aber ob ich das dann auch schaffen werde, dort hochzukommen? Man weiß halt nicht genau, wie die springen alle. Man sieht zwar die ganzen Cheep-Cheeps da unten. Ich muss wirklich nur da hochkommen, weil ich denke mal, dort oben ist es halt einfach... Da oben ist es halt einfach... einfacher. Und hier gibt es auch keine Abkürzung. Schade. Die Frage ist, sollte ich die Cheep-Cheeps alle... Oh, jetzt bin ich über meinen Pilz rübergefallen. Ich sprung. Meine Güte, bist du nervig. Okay. Level beenden. Wir haben zumindest das Ziel gesehen. Ich bin nicht bis hingekommen. Da oben sind nur noch Bumper. Deswegen ist das richtig fies. Probieren wir noch Pax aus Halloween Escape an. Das wird eine ähnliche Abschlussrate haben. Und ich glaube, hier ging es auch um Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch dieses Level werde ich wahrscheinlich nicht besiegen. Alle Pompoms und erreiche das Ziel. Auch dieses Level werde ich wahrscheinlich nicht beenden, weil es einfach... Weil es einfach fies ist. Und wie kriege ich jetzt... Wie kriege ich denn dich jetzt kaputt? Warte mal, hier drüben ist doch bestimmt irgendwo... Nee. Da sind Schlüssel. Okay. Okay, Hinweise. Das ist alles. Alles. Okay, Halloween Special. Wenn wir wissen, wie es geht, ist es okay. Boah, und da kommen natürlich die Feuerflammen runter. Also wir müssen im Prinzip Schlüssel suchen, um diese Räume. Um diese Räume abzuschließen. Oh, schnell rein. Puh. Okay. Okay, Bum Bum, du hast mir meinen Schlüssel. Jetzt gibt's jetzt hier. Oh nee, jetzt muss ich auch noch darüber. Warum ist dieser hässliche... Okay, also ich muss den... Ich muss den Trump dort rüber kriegen. Ich muss den Trump auf die andere Seite kriegen, damit er mir das zerstört. Okay, na jetzt sind die hintereinander, das ist nicht gut. So. So. Sehr gut. Bis hierhin ist alles okay.
So, hier ist ein Geist drin. So, jetzt muss ich schauen. Ne, der ist nicht richtig. Moment. Okay. Ne, der war verkehrt. Ah, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich muss hier noch eins höher kriegen. Jetzt habe ich es richtig. Nur noch 77 Sekunden Zeit, das ist schlecht. Der schiebt den ja nur nach oben. Okay. Okay, ich werde das Level beenden. Ich habe es beim letzten Mal nicht geschafft und ich habe es diesmal auch nicht geschafft. Wir haben alle anderen Level von Nintendo AU durch. Und ich würde sagen, nächsten Sonntag machen wir dann weiter mit den entweder Nintendo Japan Leveln. Das sind auf jeden Fall ziemlich viele. Die habe ich aber auch alle geschafft. Nein, bis auf eins. Das habe ich nicht geschafft. Okay, das hier, das zweite. Oder mit den NM Leveln. Mal sehen, da habe ich auch alle bis auf eins nicht geschafft. Okay, gut, das werden wir aber sehen, was euch nächsten Sonntag erwartet. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.